Herr Präsident, meine Damen und Herren, was wird aus den Förderzentren? Das ist die Frage, die uns beschäftigt und die uns weiter beschäftigen wird. Inklusion bedeutet Teilhabe für alle. Und es ist ja deutlich geworden in der Debatte, dass es zwei Punkte gibt, um die es geht. Das eine heißt, mittendrin zu sein, Teil des Ganzen zu sein. Und in dem anderen Bereich geht es um die individuelle Förderung. Auch in dieser Debatte hier ist klar geworden, dass es diese beiden Ziele zurzeit in einem Spannungsverhältnis stehen, und das liegt an mangelnden Ressourcen. Ich glaube, da haben wir Konsens hier im Raum. Ich möchte einmal ein Beispiel machen. Was heißt es, mittendrin zu sein? Sander ist mit Down-Syndrom auf die Welt gekommen und seine Mutter ist sehr froh, dass er in die Regelgrundschule gegangen ist, weil alle im Dorf seinen Namen kennen. Niemand starrt ihn an. Er gehört einfach dazu. Inzwischen ist Sander 13, er geht an ein Förderzentrum für Kinder mit geistigem Förderbedarf, weil er dort, das sind seine Eltern überzeugt, besonders gut gefördert werden kann, um später auch teilhaben zu können an der Gesellschaft. Wenn der Lehrer krank ist, führt es dazu, dass Sander zu Hause bleiben muss zurzeit, weil die Förderzentren nicht ausreichende Kapazitäten haben. Wenn er alleine ohne Freunde zu Hause ist, ist das Gegenteil von Teilhabe. Und ein Aspekt, Martin Habersaat hat das schon angesprochen, aus dem Gespräch mit den Eltern der Förderzentren G. Auch für Eltern ist es ein großes Problem, wenn sie wissen, dass zu allen weiteren Hindernissen die Kinder nicht verlässlich in den Förderzentren beschult werden können. Sie haben ein Recht auf Teilhabe am Berufsleben. Mittendrin zu sein, einerseits individuelle Förderung, darum geht es im Prinzip bei der Frage, wie tarieren wir das aus? Und da, Herr Gaag, sind wir dicht beieinander. Klar, wir müssen sehen, wie entwickelt sich dynamisch das Verhältnis von Förderzentren auf der einen Seite, da sind wir klar, dass die wird es weiterhin geben, und auch von Regelschulen. Förderzentren werden nicht abgeschafft, Förderzentren erhalten, das steht auch im Koalitionsvertrag. Und das ist genau so richtig, wie es eben undifferenziert ist. Und darum wird es gehen, auch bei dem Konzept der Landesregierung. Davon gehe ich aus. Und deswegen muss ich auch sagen, Frau Klahn, ich verstehe Ihr Parlamentsverständnis gar nicht, dass, wenn wir Positionen formulieren, die auch im Koalitionsvertrag niedergelegt sind, dass Sie das dann als Maßregelung der Ministerin verstehen. Das ist mir wirklich ein abwegiges Parlamentsverständnis. Das muss ich sagen. Ich will noch mal kurz darauf eingehen, wo muss man besonders hingucken? Landesförderzentren. Ich glaube, die sind sehr gut aufgestellt. Förderzentren G, das war schon auch gerade ein Punkt. Da würde ich eher sagen, wir müssen dazu kommen, dass Förderzentren G verlässliche Schulen sind. Und zwar mit den gleichen Argumenten, wie Grundschulen verlässliche Schulen sind. Förderzentren für Kinder mit, also ich nenne sie mal Langsamlerner, Förderzentren L, die haben schon eine sehr hohe Inklusionsquote. Da werden wir auch weiter ansetzen. Viele arbeiten schon als Schulen ohne Schülerinnen und Schüler. Diese Langsamlerner machen in den Schulen nicht das Problem. Es geht um die Kinder, die sogenannten Verhaltensoriginellen, die in der Lage sind, ziemlich clever übrigens oft, den ganzen Unterricht lahmzulegen. Um diese Kinder müssen wir uns besonders kümmern. Sie brauchen ein Angebot. In Uetersen soll es schon ein sehr gutes Modell geben. Auf dem Koppelsberg ist für den Kreis Plön zum nächsten Sommer ein Angebot, zeitlich befristet gedacht. Da sind die Kids gut aufgehoben, das ist gut für die Mitschülerinnen und Mitschüler, auch in den Regelschulen, und es ist eine wirkliche Entlastung für die Lehrkräfte. Und an dieser Stelle, ich will das nochmal betonen, ein Dank an die Lehrkräfte hier im Lande. Während wir hier debattieren, sorgen Sie für Teilhabechancen für unsere Jungen und Mädchen im ganzen Land. Und auch das ist, glaube ich, Konsens in Förderzentren und in Regelschulen. Nicht die Schulen haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, wir. Die Politik hat in dem Bereich die Hausaufgaben nicht gemacht. Und deswegen hat es mir gut gefallen, dass wir die Diskussion in der Vergangenheit eigentlich immer leise und mit einem Schuss Demut geführt haben, weil wir alle wussten, dass wir da eigentlich nicht die lauten Töne markieren können. Und ich wünsche mir, aber ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir zu diesem Ton im Ausschuss wieder zurückkommen.
Ich wünsche mir Ausschussberatung zu diesen Punkten. Okay, ich habe ihn überzeugt. Ich bin sicher, je differenzierter wir auf die Konzepte gucken, desto näher sind wir möglicherweise auch beieinander. Ich freue mich auf die Ausschussberatung. Vielen Dank. Applaus